Wir sind hier Christen von verschiedenen Gemeinden und wir wollen euch die frohe Botschaft verkündigen von Jesus Christus. Sterben zurzeit, auch in den Kriegsgebieten, und es ist eine schreckliche Lage. Wir wollen beten für diese Menschen und wir wollen beten für den Frieden auf Erden und auch den Frieden in den Herzen. Wie können wir aber Frieden mit Gott erlangen? Wie können wir wissen, wenn uns jetzt hier eine Rakete trifft oder eine Gewehrkugel in der Ukraine oder vielleicht auch irgendwo sonst, wo wir dann sein werden? Wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Das ist die Frage, liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der in diese Welt kam, um uns reinzuwaschen von aller Sünde und Befleckung. Und weil der Himmel ein völlig reiner Ort ist, können wir dort nur hingelangen, wenn wir reingewaschen sind durch Jesus Christus, sein Opfer am Kreuz, wo er sein heiliges Blut vergossen hat. Dann haben wir Zugang zum Himmelreich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir seine ausgestreckte Hand annehmen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du ewiges Leben. Dann weißt du, du wirst nach dem Tod beim Herrn sein. Du wirst im Himmel sein und er wird dich aufnehmen in Gnaden. Liebe Mitbürger, so hört diese Einladung. Komme zu Jesus Christus. Er ist nicht nur ein Prophet, er ist nicht nur ein Friedensstifter. Er ist der lebendige Sohn Gottes, der gekommen ist, um dich zu erretten vor der ewigen Verlorenheit. Komm zu Jesus Christus, noch ist Gnadenzeit. Er schenkt Geborgenheit inmitten der ganzen Krisen dieser Welt. Er schenkt inneren Frieden, wenn der äußere Friede zerbricht. Er schenkt Frieden im Herzen, wenn du friedlos bist und nicht weißt, wie es weitergeht. Jesus Christus möchte auch dich einladen. Willst du Allmächtigen Gott, der dich geschaffen hat, der zu dir ein Ja gegeben hat,
als du auf diese Welt gekommen bist. Das musst du verstehen. Er hat ein Ja zu Menschen gegeben. Deshalb hat er aus lauter Liebe diese Menschen auch geschaffen. Er hat seinen Sohn hingegeben. Er hat ihn schlachten lassen. Er hat dich zur Schlachtbank hingeführt, damit wir leben können. Seid ihr das bewusst? Nicht die Sucht, die Lust und die Laune des Menschen, die wird uns retten. Das ist nur ein kleiner Kick. Vergiss den Kick. Hier geht es darum, um die Ewigkeit. Um die Ewigkeit. Deswegen, in dem Lied hieß es ganz deutlich, bist du bereit? Der Mensch ist nicht bereit. Dieses Land ist nicht bereit. Und das Fatale wird sein. Er wird kommen. Er wird kommen. Es ist gewiss, dass er kommen wird. Gottes Versprechen und Zusagen haben sich bis zur heutigen Zeit erfüllt. Seine Prophezeiungen haben sich erfüllt. Sei getrost und sei ermuntert. Es gibt eine Lösung und es gibt eine Möglichkeit. Ja, das Kreuz, das diese tiefe Kluft geschlossen hat. Der Zugang zu Gott ist wiederhergestellt. Nur durch den Namen Jesus. Das sollen wir wissen. Das darfst du wissen. Es gibt eine Möglichkeit, aus deiner Misere hinauszukommen. Und es betrifft jeden einzelnen Menschen. Jeder einzelne Mensch ist verloren ohne Jesus. Der Mann am Kreuz, er hing. Er wurde geschlagen, er wurde mit Nägeln an dieses Kreuz befestigt. Das stimmt, wenn man es medizinisch betrachtet. Aber die Tatsache und die Wahrheit ist, die Liebe hat ihn an diesem Kreuz gebunden. Die Liebe zu dir, die Liebe zu mir und die Liebe zu uns allen. Lasst euch versöhnen mit Gott, nur durch diesen einen Namen. Dieses Geschenk musst du greifen. Greife es, ehe es zu spät ist. Lieber Mensch, liebe Pforzheimer, es gibt ein zu spät in unserem Leben. Sei dir bewusst, dass zu spät sein hat fatale Folgen. Ewige Trennung zu Gott. Dann ist nichts mehr mit Saufen, da ist nichts mehr mit Sünde und mit kurzen Kicks, sondern ewige Trennung, ewige Pein wird die Menschen ja treffen, die in der Abseits Gottes leben. Sei gewarnt, lasst euch versöhnen. Das ist die wahre Botschaft von Weihnachten. Das ist die wahre Botschaft von Ostern. Die größte Rettungsmission, die uns Menschen gilt, die wir in den Augen Gottes an sich in unserer sündigen Natur verloren sind. Seid ihr das bewusst? Wir brauchen und benötigen eine Entscheidung, die Perspektive hat. Lass dich versöhnen. Gott segne diese Stadt. Gott segne dieses Land. Und Gott segne auch Sie. Und ich hoffe, Sie treffen einst die richtige Entscheidung. Amen.